Hier in der zweiten Etage zeigen wir Wechselausstellungen zu wichtigen Fragen der Gegenwartskunst. Und wir dachten, jetzt ist mal die gute Gelegenheit, auch die andere Hälfte unserer Sammlung, nämlich die Sammlung im engeren Sinne der Gegenwartskunst, zu zeigen. Ausgangspunkt unserer Sammlung für Gegenwartskunst ist ja die absolut überzeugende und faszinierende Position des Fotografen-Ehepaars Bernd und Hilla Becher. Die Fotografie in der gesamten Präsentation widmet sich eigentlich Motiven, die sie aufwertet durch die Fotografie. Und der künstlerische Blick ist ein wertschätzender Blick. Zum Beispiel auch bei Klaus Buri, der die Heuhaufen auf den Feldern, die verschiedenen Formationen fotografiert hat. Und das ist natürlich auch wieder eine Architektur ohne Architekten, wie bei Bechers. Ein anderes wichtiges Thema ist eben die Serie, das zeitliche, das räumliche Abwickeln von Prozessen meinetwegen oder Formen. Also das ist ja ein ganz, ganz grundsätzliches Thema des Minimalismus. Wie entwickelt sich eine Form im zeitlichen und räumlichen?